Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich endlich mein Want-to-Read-Video für euch, denn das heißt, dass ich aus meinem Suchtdöschen ziehe und da freue ich mich schon die ganze Zeit so drauf. Aber vorab, ich habe diesen Monat nur 2 Bücher gelesen, weil ich keine Zeit habe und bei einem Buch festhing. Aber das werdet ihr dann alles in meinem Lesemonat sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich nicht so viele Bücher ziehe. Also ein Buch, das lese ich auf jeden Fall, das ziehe ich gar nicht erst heraus. Und zwar geht es um die Beschenkte von Kristen Cashore. Dieses Buch lese ich zusammen mit der lieben Sabrina von Sabrina Morgenthaus Bücherkanal. Ich werde euch ihren Kanal auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken, dann schaut da mal vorbei. Dieses Buch werde ich in der 2. Dezemberwoche mit ihr anfangen zu lesen. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und das ist schon mal ein Want-to-Read von den Büchern, die ich jetzt im Dezember gerne lesen möchte. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das ist und freue mich sehr darauf, das mit ihr zusammen zu lesen. An dieser Stelle grüße ich dich nochmal ganz lieb. Und ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an, aus meinem Suppdöschen zu ziehen. Ich schüttel es am besten erstmal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe mir gedacht, ich ziehe so 3 Dinger daraus, weil ich werde keine 4 Bücher schaffen im Monat, aber ist ja eigentlich egal. Man kann ja trotzdem ein bisschen träumen. So, ihr seht das, ne? Hier sind meine Subs drin. Ich ziehe einfach mal das da raus. Okay, das ist groß. Ich glaube, das ist ein langer Titel. Wait for You. Ja, dieses Buch, das ist Wait for You. Ich zeige, warum ich das Buch denn... wundert euch nicht, wenn ich euch die Bücher direkt im Anschluss zeige. Ich hole sie nämlich aus dem Bücherregal raus und schneide das weg. Also wundert euch nicht. Wait for You habe ich gezogen von Jaylen. Da freue ich mich total drüber, denn es ist gar nicht so dick und das möchte ich wirklich unbedingt lesen. Das habt ihr dann wahrscheinlich, das habt ihr in meinem letzten Neuzugänge-Video gekauft. Also es ist ganz frisch eingezogen. Total unfair eigentlich, dass ich mal wieder ein Buch ziehe, was neu eingezogen ist. Aber das ist dann so gesehen das zweite Buch, was auf meinem Want-to-Read-Stapel für den Dezember landet. Hier geht es um ein junges Mädchen, nämlich Avery. Und Avery zieht um und geht in der neuen Stadt auf ein neues College. Und ja, sie möchte einfach ein neues Leben anfangen, ein ruhiges Leben. Und der charmante Cameron, heißt er, passt überhaupt so gar nicht da rein, weil er einfach unverschämt ist und ja, er bittet sie immer wieder um ein Date, sie gibt ihm immer wieder einen Korb, aber er gibt einfach nicht auf und macht immer weiter und weiter und wie das dann weitergeht, werden wir dann wahrscheinlich sehen. Ich freue mich wirklich super doll darauf, dass ich das gezogen habe. Ich gucke da gar nicht rein, weil... So, ich habe was Kleines diesmal gezogen. Ich bin gespannt. Firelight, okay. Firelight ist das hier. Da geht es um Drachen. Wenn ich ehrlich bin, da freue ich mich jetzt gar nicht so drüber, dass ich das gezogen habe. Aber das ist leider Spaß an der ganzen Sache. Beziehungsweise der Sinn an der ganzen Sache. Dass man auch die Bücher zieht, auf die man irgendwie momentan keine Lust hat. Das Cover ist wunderschön, da muss ich gar nichts zu sagen. Firelight von Sophie Jordan, brennender Kuss. Es geht glaube ich um ein Mädchen. Sie hat ein Geheimnis, nämlich sie ist ein Drachen. Beziehungsweise sie kann sich in einen Drachen verwandeln. Und dann trifft sie auf einen Jungen, verliebt sich in ihn, aber dieser Junge gehört, glaube ich, einer Gruppe an, die Menschen wie sie, also halb Drachen oder sowas, jagen. Und ja, es ist dann so gesehen so eine verbotene Liebe, eigentlich so wie immer so, ne? Also ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall, das ist dann das zweite Buch. Es ist gar nicht so dick, die Schrift ist relativ groß. Okay, es hat fast 400 Seiten. Ja, es geht, also ich lese ja im Moment nicht so viel, aber... Ich freue mich trotzdem darüber, beziehungsweise nicht so doll, aber naja, egal. Und dann kommen wir leider auch schon zu dem letzten Buch, was ich hier ziehe. Das macht so Spaß, schade. Ich würde gerne noch mehr ziehen. Ich werde keine 4 Bücher lesen. Und zwar habe ich gezogen Opal Schattenglanz und ja, oh, da freue ich mich total drauf. Ist wirklich, da freue ich mich super drüber, denn ich habe das schon so lange, ich habe erst den ersten gekauft
und hatte irgendwie, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass mir das nicht gefallen würde. Also Obsidian ist ja der erste Teil. Und das Buch hat mich so weggeflasht, ich fand das so geil. Und dann habe ich mir danach direkt 2 und 3 gekauft und ich habe mir gedacht, ach komm, wenn der zweite auch wieder so gut ist und du dann den dritten nicht zu Hause hast, dann ist das scheiße. Und deswegen freue ich mich so darauf und ich habe es bis jetzt nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin, weil mir wurde gesagt, dass es in einem Cliffhanger endet und ich hasse Cliffhanger und der nächste Band kommt im Dezember raus und deswegen passt das ganz gut, dass ich das jetzt im Dezember gezogen habe und lesen werde. Und ja, ich freue mich super darauf. Es geht halt weiter mit der Geschichte um Damon und Katie heißt sie. Ja, also da freue ich mich wirklich. Also das ist wirklich, da freue ich mich total drauf. Und ja, ich zeige euch mal kurz die Bücher. Also Opal, was ich gerade gezogen habe, ne? Dann Firelight ist auf meinem Want-to-Read diesen Monat. Dann Wait for You und Moment, Die Beschenkte. Ja, also ich muss sagen, die Bücher sind außer Opal alles Bücher, die ich schon länger, die ziemlich neu bei mir sind. Aber naja, ist ja egal. Dann werde ich vielleicht beim nächsten Mal ältere ziehen und ja, wenn ich die Bücher nicht schaffe zu lesen, dann nehme ich die wahrscheinlich dann mit in den nächsten Monat rein. Also so werde ich das machen. Und ja, also das werde ich so machen. Ich nehme die Bücher dann mit in den nächsten Monat. Wenn ich die alle schaffe, was ziemlich unwahrscheinlich ist, dann werde ich, denke ich, mitten im Monat nochmal was Neues daraus ziehen. Aber ja, das war jetzt irgendwie, hat das Spaß gemacht, die Dinger zu ziehen und das war irgendwie nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht, weil es nicht so viele waren, die ich ziehen konnte. Aber naja, das hier ist mein Want-to-Read-Stäppelchen und ja, ich freue mich darauf. Und die Rezension, die werdet ihr natürlich wie immer dann hier auf meinem Kanal finden. Und das war's dann eigentlich auch schon mit meinem Want-to-Read-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein, zwei Bücher kennt und ob euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!